Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nordfriesischen Marsch. Wir werden hier mit dem Grasmarkt beginnen. Versuchen noch ein bisschen Silage reinzubekommen. BGH. Klappt nicht ganz so wie ich das will. Beziehungsweise nur den Rest. Ich hätte mal die vorne stehen lassen, die Presse, die so. Weil die werden jetzt nämlich jetzt um die Grasmatt kümmern. Ich hatte schon in der letzten Folge noch eine Flugmist Mist reingekippt. Hat die Uhr nicht angezeigt. Also ich kann nicht jetzt sagen, ob die Mist nun Geld bringt oder Luft immer war. Das weiß ich einfach nicht. Ist auch im Grunde jetzt mir auch egal. Spekulieren hilft sowieso nicht weiter. Wir machen jetzt also wir beginnen jetzt mit der Grasmatt und mit der Pressen der Ballen mit zwei Maschinen. So, das müssen wir mal hängen, abhängen. Den können wir hier stehen lassen. Am Dekum kommen wir noch nicht vorbei, wenn wir ein bisschen zurückfahren. Passt schon so. Weiß nicht genau, ob der voll ist. Kann ich mir natürlich vorstellen, dass er recht voll ist. Wir haben nicht beide BGAs in Betrieb, das könnte schon mal drin sein. Das wäre mal eine Aktion wert zum Düngen der Felder, wenn wir sobald wir Dünger brauchen. Wie man sieht, ist Gras gewachsen. Mal ganz kurz schauen, ob es auch richtig gut gewachsen ist. Also Stufe 2, Stufe 3. 3 wäre ideal. Das heißt, ist noch nicht 3. Aber hier haben wir das Düngen gerade so geschafft. Und hier auch, denke ich mal. Ansonsten wäre es schon zu spät. Das wäre die Idealfarbe. Vielleicht kommt das noch. Mal sehen. Dann wollen wir mal ganz kurz aussteigen. Und dann mal ganz kurz prüfen. Endreif. Mal 11 Stunden werden wir nicht warten. Das wäre doch zu lange. Die müssen wir laufen. Dann werden wir jetzt mähen. Auch wenn es eine Stufe 2 ist. Ist im Grunde auch egal. So, eigentlich müsste das jetzt eigentlich doch schon 3 sein. C. So. Feldmodus. Vorgewende. 2. Arbeitsbreite 9 Meter. Gehen wir auf 59. Weich, das passt. Also für die Rundballenpresse ist es besser, wir machen 3. Generiere Feldkurs. Die Aufnahme läuft auch nicht gezeigt. So, das sieht ganz gut aus. Aber 3 Meter und 9 Meter genommen. So, speichern wir mal ab. Na, machen wir anders. Mähen. Feld. 2. 9,50 Meter.
mit. Gott. Dass ich irgendwann Bescheid weiß, was ich da eigentlich gespeichert habe. Sonst blicke ich da einfach nicht durch. So. Das ist nämlich das Problem. Mit der Zeit vergisst man einiges. Und das wäre äußerst schlecht, wenn ich in 2 Wochen wieder nähen will und alles mal laden muss und speichern muss. So, jetzt können wir gleich beginnen mit der Ballenpresse. Huch, war das wieder kalt. So. Läuft ja noch. Hat er vorne ein Gewicht dran? Nö. Aber bevor er hier rumsauer und sauer wird, knallen wir das Gewicht dran. Dann nehmen wir gleich die zweite Presse, die uns im Weg stehen würde. Dazu nehmen wir den Kurs Laden. Arbeitsmodus. So, das war im Grunde mit einem E. Ohne einfach zu merken, ME ist für Mähen, Feld 2 ist richtig und die Breite und Schwatt. Ersten Wegpunkt, da fahren wir ran. So, einstellen. So, das klappt schon mal. So, jetzt brauchen wir einen zweiten Traktor. Wo haben wir den zweiten Traktor? 34 Minuten ungefähr. Steht da. 2 Folgen. Das ist Pflegereifen und das passt sowieso. Sonst wäre das schlecht. Ich glaube, der hat nicht überall genügend vorne Ecke fehlt. Naja gut, da wird nicht viel fehlen. Den Düngerstreuer, wo stellen wir am besten hin? Wieder am besten in die Garage rein. Der Düngerstreuer hat fast keinen Schaden, da werden wir mal ignorieren. Den 0,5. Traktor ist auch nicht so dramatisch. Fürs Ballenpressen geht's. Und Gewichte so nebensächlich. Ist eher die Farbe, die kaputt ist. So, schön gerade rein. Jetzt werden wir gleich zur Ballenpresse fahren, zur zweiten. Kühe dürfen noch eine Futter haben. Hab ja dummerweise was verkauft. Hätte ich nicht müssen. Allerdings ist ja nie gemobbt gewesen. Aber gut, das ist egal. War ein Versuch wert. Ich habe mir gesagt, wenn ich für die Kühe 13.000 bekomme und dann eher durch den Ziel verloren gewesen wäre, ja gut, wäre sicherlich verkraftbar. So, der muss ein bisschen warten. Aber nicht ich. Wir können ja nicht erstmal schon mal nehmen. So, ein Zeug fahren. Und schon mal reparieren. Ja, Licht aus. Der hell. Jetzt können wir die BGH wieder füttern mit den Lagerballen.
Der Düngerschreiber muss repariert werden und den Traktor gleich mit. Dann hätten wir wieder einen freien Traktor, was wir gleich nutzen könnten, theoretisch, um den Feld 2 zu düngen. Aber dann können wir den kleinen gleich behalten. Der ist irgendwie wendiger als der große. Und seit wir die Verwendung im Modus weich, dann geht's auch. Aber wir nehmen den kleinen. Ist alles okay. Wir nehmen den gleich aufstellen und reparieren. Sieben Tage, der Wahnsinn. Ja, da kann man nur verkaufen, aber hin geht nicht. Macht nix. So, jetzt haben wir wieder zur Wiese. Der macht bereits die zweite Runde mit dem Mähwagen. Sobald er die erste Runde geschafft hat, dann wollen wir aufpassen, wir ihn sammeln. Wir müssen hier ein bisschen beeilen, dass wir die, bevor er anfängt, quer zu räumen. Müsste eigentlich noch eine Runde fahren. Wir werden uns jetzt halt schon mal schnell. Na gut, da ist noch keiner Balken da. Der mit der Ballenpresse braucht bitte länger. Tach. Du auch hier? Da war der mit der Presse. Müssen wir sehen, dass wir schnell zumindest die Querballen wegbekommen. Sonst stehen die noch unter dem Weg. Und das ist, der in der Mähen soll, schlecht. Mit 59 kommen wir auch gut hin. Ist daneben an, wird Gras gewachsen, das ist gut. So. Natürlich zeitlich so blöd, dass beide genau im selben Augenblick parallel fahren. Das ist ungünstig. Das einzige Gute ist, dass der andere bald mal warten muss wenn er den Ballen wechselt. Groß wenden können wir nicht. Zeit haben wir jetzt 10 Minuten geschafft. Anfangs ein bisschen nicht gedrückt und vertrödelt. Wir werden natürlich wieder später nachher auch Früchte aussehen. Nur das schaffen wir heute nicht, das auszusehen und zu ernten vor allen Dingen. Das schaffen wir nicht. Deswegen ist heute die Aktion letzte Male mit Ballen pressen. Wäre die Karte natürlich zielgerichtet gewesen, dann hätten wir jetzt Frühling gehabt und wir hätten trotzdem gemäht, in Anführungszeichen. Aber im Anschluss, so wie jetzt nach dem Mähen, hätten wir dann praktisch gesehen die Aussaat gemacht für entweder Sonnenblumen, Mais oder
So, ja. Sobald der erste mal quer fährt, nehmen wir die zweite Presse dazu. Ja, 6, 7, 8, 9. Heute wäre Sonntag. Ja. Sonntag, zweite Folge. Ich habe einen schönen Sonntag. Immer ein bisschen überlegen. Trotzdem kann es nicht daneben liegen. Also, das ist ja mal nicht ausgeschlossen. Entweder durch verkehrte Datumseingabe bei YouTube oder YouTube ärgert, macht einen Fehler. Keine Ahnung. Kann passieren. Schließt halt mal nicht aus. So, jetzt haben wir die erste Runde. Wir können natürlich jetzt solche BGA bedienen. So. Da sind wir wieder. Die Wege waren nicht mal leer. Gut, auf 1 ist kein Wunder. Ja. Ich muss noch ein bisschen überlegen, was ich vorher mache. Und gleich weg. Jetzt bleiben noch 70.000 Liter. Der nächste Schwung geht zu anderen BGH. So können wir dann nach und nach. Ja, wenn wir 1 Million mehr kriegen, ist gut. Vielleicht kriegen wir noch eine selbstgebaute WGH parallel dazu gebaut. Mal sehen. Muss ich mir erst den Mod einfügen. Gibt da so ein Baukastenprinzip von Castor. Oder wenn Mod-Kampagne soweit ist und die Prüfung durch ist, dann gibt es da auch eine BGH zum Einbauen, wo man auch Zuckerrüben reingeben kann. Also das wird bei uns auch entsprechend her aktuell, weil im Herbst kann man Zuckerrüben ernten. Das ist ja logisch. Im Herbst wird geerntet in der Regel Mais, auch Soja zum Beispiel. Wir müssen die Sache jetzt in Zukunft ein bisschen staffeln. Das heißt, dass wir immer Arbeit haben. Auf gut Deutsch. Wir beginnen mit, rein theoretisch mit Weizen und mit Gerste. Und Hafer, denke ich mal, wird zum Anfang möglich sein. Dann kommt ein Herr Raps. Später kommt ein Herr die Soja. Und dann kommt Mais und Zuckerrüben. Kartoffel kommt auch ziemlich im Herbst. Das heißt, sie werden viele Geräte brauchen und das wird sich dann ganz gut. Ja, gibt es BGH tagesmäßig, also nicht mehr. Jetzt ist ja ein Tag, wie im Frühling ist ein Tag. Aber man kann theoretisch im Frühling 3 Tage arbeiten, also spielen oder 6 oder 9. Dann glaube ich 12, geht maximal bis 24. Jetzt fährt er doch zum ersten Mal die erste Bahn hoch und runter. Das heißt, er fährt noch eine volle Runde, der andere. Mal ganz kurz gucken. Packt er schon da? Ja. Weil der fährt jetzt die Runde rum und dann fährt er da weiter, wo jetzt gerade gemäht wurde. Das soll ich ja eigentlich dann in der Mitte ungefähr in den zweiten reinstellen. Ist noch nicht so weit. Und die müssen dann die Bahn oben weg, ja, die Ballen wegräumen. Nicht, dass die Fahrzeuge näher daran
blockieren, weil die machen nämlich ganz gerne Fahrzeuge. Wobei man die Großplay ist nicht so intelligent und sagt, ich fahre jetzt um den Ball herum, sondern er fährt drauf zu. Mein Motto, ich bin hier so programmiert, ich mache das jetzt so. Also er würde, es gibt keine Sensoren, die das verhindern würden, theoretisch. Also man könnte sagen, okay, sag doch heute Kameras oder irgendwelche anderen Sensoren, Laser oder dergleichen oder Radarsysteme. Und da könnte man ja sagen, okay, in dem Falle würde dann zumindest stehen bleiben und es käme eine Meldung oder es kommt eine Meldung oder umfährt dieses Hindernis. Wäre theoretisch ja reell machbar und möglich. Es gibt ja schon selbstfahrende Fahrzeuge und die haben ja alle sowas. Und das meinte ich hier, wenn da jetzt ein Ball liegen würde, wird der bei Main drüber hinwegfahren. Wenn es ganz blöd läuft, kommt der nicht in Kurve nicht rum und fährt den Kram. Und denn man den Ball kann ich rausholen, das ist kein Problem, aber Traktor sitzt immer fest, ne? Und geht nicht weiter. Darum sind die Ballen jetzt, die hier rumstehen, ganz schlecht. So. Könnte ich auch die Folgen gleich durchmachen bis zum, bis zum nächsten Freitag. Und erst? Nee, ist auch nicht gut. Ich möchte ja auch mit Season spielen, also das sonst ja nicht. Da wäre ja jetzt bis Mittwoch. Bis Mittwoch kann man theoretisch vorarbeiten, damit ich am Montag, Dienstag das aufnehmen kann und vor allen Dingen hochladen. Das Hochladen dauert am längsten. Hochladen, bearbeiten, das dauert im Grunde genommen noch mal genauso lange wie als wenn ich hier spiele. Man muss sich jetzt so vorstellen, pro Folge 20 Minuten, so lange brauchst du auch zum Hochladen, wenn das Internet mitspielt. Wenn er meckert, dann reicht das bei weitem nicht. Dann habe ich schon mal gehabt, da hat er gesponnen. Ja, da war eine Folge nicht 20 Minuten, sondern so ungefähr, naja, fast eine Stunde. Und bei neun Folgen wird es 9 Stunden. Und dann wird es heftig. Hoffen wir das Beste, dass wir am spätesten Samstag, wenn wir 9, ja, 10, 11 Folgen hochladen. Dafür nicht 11 Stunden brauchen. So rein theoretisch, wenn wir noch einen zweiten zum Main hätten, dann wäre die Feldnummer 15 auch gleich fertig. Aber haben wir nicht. Ja, normalerweise haben wir auch nicht so viele Wiesen, ne? Aber im Grunde ist es so, wenn wir in derselben Zeit viel schaffen wollen, müssen wir mehr Geräte haben. Jetzt werden wir gleich schauen, also ist die 1, 2 dritte Bahn. Also im Grunde schon mal bereit machen, dass wir gleich, jetzt ist er nämlich mit den 3 Vorgewände fertig. Jetzt können wir auf dem anderen überspringen. Wir gehen mal nicht tauchen heute. So, liebe Freundschaft, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Like und Abo wäre super. Danke ich auch für. Dann seid mal tschüss und winke, winke und ciao, ciao. Bis Montag so ungefähr. Ne? Ich hoffe, dass es Montag ist. Ne? Ciao, ciao.